Hey Leute und willkommen zu Dungeon Defenders 2. Ein lustiges Spiel, das wir euch mal zeigen wollten, ein kostenloses. Und zwar ist hier Black Soul Diana. Hallo. Und Razer. Hallo. Und ich halt auch, ne? Komisch, ja. Wir wollten euch einfach mal das Spiel ein bisschen zeigen, eine Runde vorstellen, also jetzt kein Let's Play machen, sondern wir wollten es einfach nur mal zeigen. Wir finden es richtig lustig und es ist, wie gesagt, kostenlos. Ja, es geht darum, dass man hier meistens ein Objekt pro Map beschützen muss vor Gegnerwellen, die, wenn Diana mal G drückt, bald kommen. Ach so. Entschuldigung, ich dachte, du wirst doch über die Karte labern. Nee. Rechts auf der Map, die ihr seht, sind so lilane Augen. Da kommen die Gegner raus. Kannst du mal zeigen? Ich guck mal hoch da. Da kommen die Gegner raus. Laufen dann einen bestimmten Weg, den sie immer gleich laufen. Dieser Weg ist vorgegeben. Da laufen sie rum. Dam, dam, dam. Zu dem Ziel und wollen es zerstören. Und wir müssen sie aufhalten. Deswegen auch Defenders, ne? Macht das Sinn. Mhm. So, dann fange ich mal an. Das hat zwar schon eine Mauer gebaut. Wollte den Razer ja nicht. Aber egal. So. Ja, Razer ist ein bisschen davon gelevelt. Wie ihr seht, links oben ist Level 50. Ich bin 19 und Diana ist auch 19. Wir sind auch blutjung. Ja, einen Tag mal ausprobiert ein bisschen. Ja. Und so gedacht, es macht Spaß und es ist gratis, wir zeigen es euch einfach mal. Ja. Denn gratis ist immer gut. Mhm. So, ich glaube, ich bin dann mal ready. Ich hab noch einen Turmbau. Ich kann noch ein bisschen. Vor allem nur wohin gerollt. Am besten hier noch einen hin. Ja, mach schon wieder. Hier nach hinten. Da dann halt nicht, dann mach ich hier. Hier ist noch gar nichts. Warum steht hier eine. Hä? Ja, von hier kommen die gleich auch. Wo siehst du das? Echt? Okay. Wenn die das hier oben zerstören, was wir halt gar nicht verteidigt haben. Oh, hups. Ja, es gibt auch noch so kleine Mini-Dinger, genau. Wenn er mal zeigt. Ich hab mal G gedrückt, ja. Nein, nicht runterfallen. Okay. Ich bin zu blöd, ich komm nicht hoch. Bist du jetzt tot? Nein, ich bin nicht tot. Oh, wir haben das hier gar nicht verteidigt. Von hier kommen Gegner. Willst du nur kurz zeigen? Was da auch noch? Ja, egal, ich kümmere mich hier rum. Hier, das ist ein kleines Wasserrad, das müssen wir verteidigen. Denn sonst spawnen auch hier Gegner. Was aber eigentlich egal ist, denn wir haben hier unten abgesichert. Ja. Und ja, ich könnte ganz normal mit der linken Maustaste angreifen. Mit jedem Helden. Und mit der rechten Maustaste kann der zum Beispiel blocken. Dann gibt es noch... 4 Helden sind quasi Standard. Willkommen zu Beginn. Und... Ihr könnt auch noch weitere natürlich freischalten. Und jeder hat seine Special Skills, die er mit den Leveln freischalten. Und jeder seine einzigartigen Türme, Fallen und so weiter. Ja, wie gesagt, es geht einfach nur ums Verteidigen, deswegen auch Dungeon Defender. Und das ist schon der zweite Teil. Den ersten Teil habe ich auf der Xbox damals ziemlich viel gesuchtet. Da hatte ich auch noch mehr Zeit. Und ihr seht hier, man kann ja auch looten. Ein Looten und Level Spiel, das Beste, was es gibt. Looten und Level. Und das donnert schon wieder bei mir. Yay. Das ist schlecht. Mach keinen Blödsinn. Vorher ist ein Monsum gekommen, ey. Lange schon so viel Wasser gesehen. Ich will das Gold haben. Da kann man sie auch raus. Okay. Man kann sich auch die Türme upgraden. Bam, bam. 5-mal, glaube ich. 5-mal sogar? Krass. Ich kann das ja. 1-mal upgraden. Fünfmal, also ich kann bis 3 upgraden, meine ich. Okay. Aber wie gesagt, ihr müsst leveln und leveln und schaltet immer neue Sachen frei. Und vor allem. Ach, Ausrüstung. Wer hat noch nicht G gedrückt? Diana, okay. Ja, weiß nicht. Ja, das reizvollste in dem Spiel für dich halt ist das Looten halt, ne? Man will halt legendäre Gegenstände haben. Ich bin ja voll im Englisch-Modus, meine Fresse. Die Drachen finde ich auch zu. Ja, Drache! Einer geht hier ab mit Zauberer. Ja, natürlich.
ihre Gegner. Alles okay, alles okay. Läuft easy, easy. Könnt natürlich auch den Schwierigkeitsgrad ändern, apropos easy. Razor, was gibt's da alles? Gibt's nur normal und schwer oder gibt's was höheres? In der Kampagne, die wir gerade spielen, gibt es normal und schwer. Okay. Und ja, dann gibt es halt später, wenn man mit der Kampagne fertig ist, noch Chaos 1 bis 10 oder so. Erinnert ja gar nicht an Diablo. Ja, ja, nee, das habe ich mir auch gedacht. Und das ist dann später, glaube ich, auch so ähnlich wie Diablo. Es gibt ja endlos Welt, ne? Ich glaube wohl. Ja, also beim einen Teil gab es zumindest. Und was ich gerade gelernt habe, man kann die Tiefe stützen. Ich bin vom Wasserrohr gefallen. Weil schwimmst du immer Wasser hoch irgendwie? Nein, ich bin gerade runtergefallen. Oh. Und wie ihr seht, das ist jetzt beschädigt, gedamaged, wie auch immer. Man kann sie auch reparieren. Wenn ihr drauf guckt, seht ihr das Z bei mir zum Beispiel, Buchstabe zum Verkaufen, Q zum Upgraden, E ist zum Ansehen. Und meine Fresse ist da schon wieder. Und R ist zum Reparieren. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob kostenlos auf Steam, ja? Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber oben rechts steht sogar, wie viele Gegner es gibt. Oben rechts? 208 Gegner kommen, meinst du, oder was? Ja, in dieser nächsten Welle. Krass. Das habe ich auch erst recht spät gemerkt. Das ist eine ordentliche Zahl. Okay, in 4 Wellen sind. Okay, okay. Ja. Sind wir jetzt also bei der dritten oder bei der vierten? 208. Ja, wir sind jetzt bei der dritten. Also das zählt jetzt schon die dritte. Okay, passt. Ja. Diana fällt wieder. Ah, jetzt. Ja, wie gesagt, wir wollen das Spiel nochmal zeigen euch. Wird jetzt kein Let's Play wahrscheinlich. Ah, ich bin auch runtergefallen. Okay. Ja. Ja, das ist gar nicht so unproblematisch. Das kommt davon, wenn man zu goldgierig ist. Richtig, richtig. Goldgier ist ein Nachteil. Ja. Und es gibt auch eine Taverne, also so ein Hauptmenü quasi. Wo ihr mit anderen Spielern euch treffen könnt, euch beim Schmied oder beim Händler zumindest an Waffen kaufen, eure Sachen verkaufen, könnt ihr auch so im Inventar schon. Später gibt es auch so Tiere oder so Pets. Pets, ja, das gibt es im ersten Teil. Genau. Also in einem Tag habe ich schon eins, glaube ich. Ich habe nämlich so ein Ei, was bald ausbrütet. Oh nein! Ja. Ich bin im ersten Teil echt viel gesucht, aber es ist so lange her. Da war auch alles viel kleiner noch. Die Taverne war wirklich mini eigentlich sozusagen. Aber da gab es auch lustige Easter Eggs. Da musste man sich zum Beispiel hinter einem Schrank so reinbacken und dann hat man einen QR-Code gefunden. Den musste man scannen und bla 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 und es war geil. Okay. Also es gibt hier sicher auch solche Easter Eggs. Warum levelst du jetzt eigentlich die anderen Charaktere praktisch? Razor, Butters, meine Fresse, warum heißt du Butt? Ich habe jeden Charakter schon getestet. Ah. Und ich mag den am meisten und warte jetzt auf einen neuen, den ich mir kaufe. Okay. Also das kann dann ich euch jetzt nicht leben. Zeigen im Inventar, oder? Ich glaube nicht. Great Hero, doch, kann ich euch kurz zeigen, schnell. Die ersten vier hier, ein Standard, ein Zauberer, ein Krieger, ein Bombschützin und der Mönch. Und dann seht ihr hier unten, man kann es leider auch mit Echtgeld kaufen. Ist ein Free-to-Play Spiel, war klar. Aber ihr könnt es euch ganz, ganz einfach freischalten mit diesen Coins, die ihr sammelt. Könnt ihr euch die restlichen Helden hier alle ansehen und ja, freischalten. Also ich habe jetzt 3000 von 10.000, glaube ich. Nein. Ja, also wie gesagt, ist es egal, ob ihr Geld ausgibt oder nicht schon wieder. Ja. Ich würde es auf keinen Fall machen, weil es ist ein lustiges Free-to-Play Spiel dabei. Ist ja hier nicht Spellstone. Das geht auch eigentlich recht schnell, die Coins zu sammeln. Wie gesagt, ich habe halt schon fast einen Held. Also. Oh, jetzt kommt auch ein Boss, wenn er mitten oben sitzt. In der Mitte oben sitzt. Ja, da sieht. Oben, ich sehe ihn schon. Da oben? Ah, kann man gucken. Was ist denn das? Das sieht lustig aus. Bam! Bam! Betäubt? Ja, wer den betäubt? Also ich war das. Er ist... Hat gerade ein bisschen geleckt bei mir. Oh, blaues. Sehr schön. Lilanes. Lila noch? Nice. Lilane... Sollten die Base verteidigen? Oh. Vor allem nur auf dem Boss. Scheiß auf die Base. Boah.
Ja, wie gesagt, ihr könnt auch unter. Also, ihr könnt jetzt während dem Kämpfen sogar das Loot aufheben. Und ihr wartet einfach, bis die Welle vorbei ist. Sie startet eh nicht die nächste Welle, bis ihr alle bereit drückt. Und ihr könnt auch schon im Spiel hier die Sachen verkaufen. Damit euer Inventar nicht zu voll läuft. Die wahrscheinlich dafür gedacht sind, für endlose Wellen. Vor allem, wenn man echt viel Loot bekommt und dann sonst der Inventar voll ist. Oh, ein blaues wieder, nice. Krass. Wir müssen noch gehen. Ich glaube, wir haben es da ja, oben. Einer ist noch drin. Achso. Nee, der ist gerade aufgeschossen. Ah, da oben. Ich hab ihn. Oder noch? Da oben ist er. So. Okay. Und wir haben es, glaube ich, geschafft. Yay, Victory. Und nach jeder Runde gibt es immer für jeden eine Kiste. Richtig. Die ist dann manchmal blau, manchmal gelb, manchmal grün. Na, ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Ja, ich habe jetzt eine grüne Kiste zum Beispiel. Ich habe eine, Clash Royale Riesenkiste. Ja, da siehst du das Zeichen in der Mitte. Ich habe so eine Mini-Schatzkiste bekommen. Ja, das hab, ich glaube, ich habe schon drei oder vier Stück davon rumliegen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich damit mache. Okay. Und jetzt hat man halt nach dem ganzen Verteidigen, hat man jetzt noch Zeit, alle Items zu einsammeln, rumzulaufen, das ganze Gold mitzunehmen. Ja, aber passt auf, weil wenn zwei gedrückt haben, dann läuft die Zeit runter. Ich habe einmal nicht alles einsammeln können. Also es sieht so aus, wenn entweder 50% oder mehr als 50% bereit drücken, hört das Spiel halt auf. Und ihr kommt in die Taverne zurück. Ja. Das Problem ist, ich krieg Items für euch. Also für euer Level. Ja, das ist klar. Das kommt davon, wenn man so viel suchtet. Ne? Ja. Und ich hab jetzt halt. Also das legendäre Item war sogar schlechter als. Ja, okay. Eins. Kann ich bestätigen oder. Achso, ihr habt beide gedrückt, habe ich gerade gesehen. Ja, Bartas merkt man ein bisschen mehr Schaden gemacht, ne? Wo steht es denn? Ich glaube, das ist das, der Balken links, ne? Ne, das ist das Level. Ah, ich keine Ahnung. Und was ist denn 3? Achso, bis 23. Okay. Ja, und ich bin jetzt. Ah, und du bist jetzt 50? 50. 1 und dann geht's noch weiter, auch wie in. Ja, so wie in Diablo. Ja. Gehen wir kurz in die Taverne aber zurück, um das euch zu zeigen. Nochmal kurz die Taverne. Okay. Die Items nochmal abzuchecken, was wir bekommen haben. Kommen jetzt eigentlich in eine private Taverne oder wieder in die. Das weiß ich gerade leider nicht. Die private Taverne kommt mir kleiner vor, ne? Das ist kleiner. Ja, das. Okay. Also ihr könnt im Hauptmenü in eine private Taverne gehen. Ah, oh, wir sind in der privaten. Ja. Das ist die private. Ja, stehen halt über Händler rum und so weiter, hier oben. Hier kann auch keiner rein. Richtig. Und hier ist auch privat. Und hier wählt ihr die Quests aus. Ihr seht, da gibt es viele Akte und sehr viele Maps. Und den Schwierigkeitsgrad könnt ihr ändern. Trials gibt's, Incursion, okay. Any Game Mode, alles random, okay. Was haben wir denn bekommen? Das ist irgendwas Wichtiges dabei. Ja, ihr seht ja die ganzen Stats mit Armor, Hero Damage, Ability Power, Crit Damage und so weiter, also Hardcore, ja. Rollenspiellastig. Aber schön. Ja, wie mache ich die hier auf? Open. Oh, Becky. Ah, Bartas, woher kriegt. Ah, Bartas, meine Fresse! Razor! Woher kriegt man die Schlüssel, um die Kisten zu öffnen, die man da so findet? Komm mal mit. Achso. Du, es gibt dafür extra einen Händler, ich bin hinter dir. Es gibt einen Schlüsselhändler, okay. Komm mal hier runter. Das zeige ich euch noch schnell, Leute. Ich glaube, der war hier vorne. Der. Ja, ein Lockbox Master. Oh ja, der hat einen Schlüssel. Der kostet aber recht viel. Und ich spare ja. Master Key. 500? Nee, oder? Ich habe mir schon ein paar Schlüssel gekauft. Drei ist das Stücke. Immer der gleiche? Ja. Lockboxes. Okay. Was ist das wert? Das ist die Frage, ob die öffnen. Also, ich kann jetzt schon mal sagen, da sind meistens. Nur so Sachen drin, dass andere Helden günstiger sind. Oh. Ich wirke Items oder Rüstungen. Also ich finde, das lohnt sich nicht. Aber fürs Video vielleicht? Nee, das gebe ich jetzt nicht aus. Okay. Immer auch so einen Schaden bekommen, das ist quasi eine Rune. Davon habe ich 4.
Leisten voll. Nein. Oh ja. Ah, Schlüssel, werde ich jetzt nicht kaufen. Aber wie gesagt, hier sind ganz viele Händler unterwegs. Immer da einer steht zum Beispiel, könnte ich ganze Sachen kaufen. Ja. Nur ein bisschen teuer. Ja, das habe ich gerade auch gedacht beim Durchgucken. 11.900 ist schon eine Hausnummer. Wenn man ein bisschen öfter spielt, dann geht das auch recht schnell. Ja, eine Rüstung, eine neue habe ich mir gekannt. Natürlich, es ist free to play, also spielen, Leute. Oh ja. Wie gesagt, es ist gratis auf Steam. Einfach downloaden, ab geht's. Und wir werden in einer öffentlichen Lobby auf jeden Fall Spieler finden. Die waren bis jetzt immer voll, quasi, wenn man reingeht. Ja, Leute, ich glaube, das war erstmal das Hauptsächliche, was wir euch zeigen konnten. Wenn es euch gefallen hat, ladet es euch gerne runter. Es ist, wie gesagt, free to play und lasst gerne ein Like da und schreibt es was in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Spiel erst wieder. Viel Spaß, haut rein und ciao. Tschüss.